Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, eins vorweg, Deutschland hilft mit der Bundeswehr bei der Ausbildung von Streitkräften im Irak erstens, weil wir darum gebeten werden. Zweitens, weil wir damit den Aufforderungen des UN-Sicherheitsrates folgen, die irakische Regierung im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Und drittens, weil nur in einer gemeinsamen Anstrengung mit den Kräften vor Ort der IS noch stärker zurückgedrängt und geschwächt werden kann. So funktioniert kollektive Sicherheit. Und so funktioniert der Schutz von Menschenrechten durch gegenseitige Hilfe. Meine Damen und Herren, der IS musste territoriale Verluste im Irak und in Syrien hinnehmen, und er wurde auch wesentlich geschwächt. Gemeinsam mit der internationalen Koalition gelang es kurdischen und irakischen Kräften, ihn in wenige Kerngebiete zurückzudrängen, und selbst Mosul ist zur Hälfte befreit. Und trotzdem ist der IS unverändert eine große Bedrohung für Frieden und Sicherheit weltweit. Und diese Bedrohung betrifft auch uns Deutsche ganz konkret. Und das zeigte zuletzt der furchtbare Anschlag am Weihnachtsmarkt hier in Berlin. Der Schulterschluss europäischer Staaten, in die der IS nun verstärkt Angst und Schrecken tragen will, ist noch enger geworden. Denn der Terror zielt auf Europa oder genau gesagt auf das Herz unseres Kontinents. Und ich glaube, deswegen kann man sagen, unsere Sicherheit wird auch im Irak verteidigt. Noch vor 2,5 Jahren erreichten uns Meldungen über großflächige Landgewinne und schreckliche Gräueltaten dieser Terrorbande. Die Menschen vor Ort konnten nicht aus eigener Kraft sich gegen immer näher rückendes Morden schützen. Aramäer, Chaldäer, Christen, Jesiden und unterschiedliche Kurdengruppen flüchteten in das einzige noch sichere Gebiet, die Region Kurdistan-Irak. Und deswegen war und ist es richtig, zu deren Schutz und als Hilfe zur Selbsthilfe zunächst militärische Ausrüstungshilfe zu leisten und nun die multinationale Ausbildungsunterstützung für das Militär fortzusetzen. Waffen in ein Krisengebiet zu schicken, war in diesem Fall eine berechtigte Abkehr von der bisherigen Doktrin. Gegen massive Gewalt mit militärischen Mitteln helfen eben nur militärische Mittel. Niemand würde auf die Idee kommen, akute Cholera mit Kamillentee zu bekämpfen, meine Damen und Herren. Das deutsche Hilfsangebot wurde gut angenommen. Circa 12.000 Sicherheitskräfte haben wir mit internationalen Partnern im Irak und in Deutschland ausgebildet. Gleichzeitig bleiben die militärischen Unterstützungsmaßnahmen auch künftig eingebettet in einem breiten politischen Ansatz und in ein vernetztes Vorgehen. Uns geht es nicht nur darum, die kurdischen Peschmerga militärisch auszubilden, damit sie den IS noch weiter zurückdrängen und das Land von diesen Gruppen befreien können. Es geht auch um zivile Hilfe für Flüchtlinge und den Aufbau von Infrastruktur. Alles, militärisches Material und Ausbildung sowie zivile Hilfe, werden auch weiter eng mit Bagdad abgestimmt. Meine Damen und Herren, der IS führt Krieg gegen die Schwächsten, Frauen und Kinder, gegen Menschlichkeit, gegen Freiheit und Recht und gegen die Werte der westlichen Welt. Und wie er das auch mit dem Mittel der Propaganda im Internet versucht, erfasst keine herkömmliche Definition vom Krieg in Gänze. Das heißt, es braucht gerade herkömmliche militärische Mittel, um vorerst Schlimmeres zu verhüten. Die IS hat nicht nur im Irak eine Spur der Verwüstung hinterlassen, meine Damen und Herren, sondern auch in den Menschen selbst. Denken wir an tief traumatisierte Menschen aus Städten, die monatelang eingeschlossen waren und die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Umso wichtiger ist ein nachhaltiger Fähigkeitsaufbau, wie ihn die Bundeswehr für Kurden und Iraker leistet. Und daher wird die Ausbildung jetzt stets modulmäßig der Situation angepasst, was zum Anfang notwendig war in der Hilfekapazität der ersten Hilfe bei den hohen Verlusten der Peschmerga,
stehen nach gefechtsmäßiger Ausbildung heute das Entschärfen von Minen- und Sprengstofffallen im Vordergrund. Und damit wird die Grundlage gelegt, dass Häuser, Wohnungen, Infrastruktur den Menschen wieder zur Verfügung gestellt werden kann. Meine Damen und Herren, es ist für mich unbegreiflich, wie angesichts dieses Leids die Notwendigkeit des Anti-IS-Einsatzes im Irak bezweifelt werden kann, ohne auch nur eine einzige Alternative vorzuschlagen. Sollen wir die Menschen dem IS überlassen? Nein, Deutschland leistet mit diesem Einsatz einen zentralen Beitrag für die Menschen in Irak, für die Menschen in Europa und für die Menschen in Deutschland. Und daher werden wir diesem Antrag zustimmen. Als nächstes hat die Kollegin Julia Obermeier, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.